Hallo, ich dachte mir, ich mache mal ein bisschen was über Modellflugzeuge. Ich habe seit vor 2 Jahren, glaube ich, angefangen, Modellflugzeuge zu bauen und fliegen. Und für mich war das so ein bisschen mindblown, weil die Elektronik da drin ist einfach fucking simpel. Die gibt es ja nur auch schon seit ein paar Dekaden. Und hatte dabei auch genug Zeit, sich weiterzuentwickeln. Und ich habe angefangen mit Multikoptern. Und dachte mir dann irgendwann, das ist mir irgendwie alles zu stressig. Die sind eigentlich in sich relativ unelegant, weil die ja mit Kraft oben bleiben, quasi. Die haben mehrere Motoren. Und wenn man da sowas hätte, was von selbst irgendwie Auftrieb erzeugt, zum Beispiel eine Tragfläche, ist das viel eleganter. Also bin ich dann irgendwann bei Modellflugzeugen gelandet. Hier steht Einstieg in Elektronik, Aerodynamik und andere Dinge. Das sind auch genau die 3 Punkte: Elektronik, Aerodynamik und andere Dinge. Am meisten werde ich über Elektronik reden. Wenn man jetzt sagt, man möchte in den Modellflug einsteigen, hat man erstmal die Wahl zwischen RC oder Nicht-RC. Nicht-RC ist das, was wir auf der linken Seite haben. Das ist Kinderkram, also machen wir RC. So. Das ist eins meiner Flugzeuge. Ich habe das zusammen mit Packer gebaut. Und es ist ein Flight Test Tiny Trainer. Wie der Name schon sagt, ist es ein Trainerflugzeug. Ein Trainerflugzeug hat eigentlich immer möglichst gutmütige Eigenschaften, so selbstkorrigierend, möglichst langsam fliegend, günstig, falls man dann doch mal einen Acker jagt. Ein paar technische Daten dazu noch schnell. Es hat ungefähr 1 Meter Spannweite, ungefähr 250 Gramm Abfluggewicht. Nicht, dass ich das irgendwann mal gemessen hätte, aber ich habe mir das so ein bisschen zusammengerechnet und ist es eigentlich auch nicht so unbedingt wichtig. Man kann es mit 3, 4 oder 5 Kanälen fliegen. Was das genau bedeutet, darauf komme ich dann zu sprechen. Kann mit einem 2S oder 3S-Lipo geflogen werden. Es hat einen eMax-MT-Blub-Blub-Motor vorne dran. Das ist dieses ganz kleine schwarze Ding da ganz vorne dran. Und der liefert zwischen 120 und 240 Gramm Schub. Das ist je nachdem, ob man es mit einem 2S oder 3S-Lipo fliegt. Und was immer wieder erstaunlich ist, finde ich, der zieht oder der bringt eine Leistung von bis zu 44 Watt. Das Ding ist ungefähr so groß wie so ein Jackenknopf halt. Vom Durchmesser zumindest her. Und zieht halt bis zu 4 Ampere Strom. Und 2 bis 4, 9 Gramm Servos sind da drin. Und was das jetzt alles bedeutet, versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu erklären. Kommen wir zur Elektronik. Man braucht erstmal einen Sender und einen Empfänger. Weil das ist da ja das, was RC ja ausmacht, Remote Controlled. Unter manchen Bedingungen kann man auch sagen, remotely controlled. Also gerade so, wenn es windig ist oder sowas. Mir ist das Ding schon zweimal weggeflogen. Ich fliege das Ding mit einer DX6i, das ist das rechte Bild, das ist die Funke. Das Ding ist ungefähr 10 Jahre alt, schätze ich mal. Wahrscheinlich ist es älter, ich habe es gebraucht gekauft. Funk DSMX. DSMX ist das Protokoll, was sich Spektrum irgendwann mal ausgedacht hat. Das hat Low Latency und Kanalkrams und kann irgendwie zwischen Frequenzen wechseln, wenn die eine dann zu rauschig ist und bla bla. Das ist alles nicht wichtig. Das Ding stellt eine stabile, recht verzögerungsfreie Verbindung her. Und funkt auf 2,4 GHz und hat dabei ungefähr 2 Kilometer Reichweite. Nicht, dass das irgendwie interessant wäre, weil auf 2 Kilometer dann Reichweite sieht man das Ding einfach nicht mehr, den Flieger. Also der ist weg. Bei, sagen wir mal, 200 Metern wird schon echt, da wird's, also das, dann ist ja nur noch ein Fleck und dann muss man ja auch noch irgendwie eigentlich erkennen können, in welche Richtung das Ding fliegt oder ob der jetzt so steht oder so, ob der linke Flügel unten ist oder der rechte. Also es ist Wurst. Also der wird nie wegfliegen. Zumindest nicht außerhalb der Reichweite. Nochmal als, nee, da habe ich noch das nächste Bild, der Empfänger, noch mehr Nahaufnahme. Das sind übrigens die Antennen. Das ist auch der Vorteil, den uns 2,4 GHz bringen. Zu alter Väter Sitte wurde er mit so langen Antennen geflogen und dann mit Quarzen und dann musste man sich von so Brettern dann so kleine Fähnchen nehmen, von wegen, ich bin gerade auf Kanal 5 und so, nicht, dass da jemand anders dann seine Funke einschaltet und das Flugzeug da hinten macht dann einmal Nase runter. Die Probleme hat man mit 2,4 GHz nicht mehr. Man hat zum einen kurze Antennen, zum anderen digital. Dieser Empfänger hat jetzt auch noch einen Satelliten dran, den konnte man auf dem vorigen Bild ganz gut sehen. Das ist dieses kleine Teil hier. Man will ja die Empfänger möglichst so anbringen, dass, ich bin jetzt kein Funktechniker, aber dass man einen dreidimensionalen Raum damit abbildet. Also die Antennen sollten am besten im 90-Grad-Winkel zueinander stehen. Und wenn man sich so ein A380 nachbaut, dann hat der vielleicht auch mal mehrere Meter Spannweite und möchte ganz vorne einen Empfänger haben, ganz hinten einen und in jeder Flügelspitze noch einen, damit man immer irgendwie, egal in welcher Lage, da eine Funkabdeckung hat. Bei dem Tiny Trainer ist das scheißegal.
Wenn man jetzt hier mal genau drauf guckt, das ist ein 6-Kanal-Empfänger, hat man hier 30 Pins und das sind, müssten wahrscheinlich 7 Reihen sein. Man hat hier Bind und Data, da steckt man nichts drauf. Und dann hat man hier für jeden Kanal ein so ein Dreier-Set, so ein Tupel an Pins. Man hat hier Throttle, Aileron, Elevator, Rudder, Gear und Auxiliary. Und das ist das, was den ausmacht. Er hat 6 von diesen Anschlüssen, kann von der Funke aus 6 diese Kanäle übertragen. Und da steckt man direkt Servos drauf. Und am Ende hat man dann eine 1:1 Übersetzung mehr oder weniger von der Funke auf ein Servo. Also man hat ja immer diese Knüppel da dran, diese Knüppelaggregate, damit hat man seine ersten 4 Kanäle und hat dann immer noch irgendwelche Schalter, die dann entsprechende Signale hochschicken, um die 2 weiteren Kanäle dann oder die weiteren Kanäle zu bespaßen. Dann der Sender nochmal, der hat entsprechend 6 Kanäle, ist ja die DS6i. Und ist erstaunlich leer. Also ich musste mal die Rückseite aufmachen. Das ist ähnlich wie bei einem Computer, so einem schönen alten Tower, wenn man den aufmacht. Der besteht ja auch zu 80% aus nichts. Bei denen ist das nichts anders. Die ist auch computerisiert. Und die kann Dualraten, die kann Expos, die kann Subtrims, Flapperons und Timer. Das sind die wichtigen Funktionen zumindest für den Tiny Trainer. Dualraten heißt mehr oder weniger nur, wie groß sind meine Servoausschläge. Wenn ich jetzt den rechten Knüppel zum Beispiel, der steht in der Mitte, wenn ich sage, ich kippe den einmal komplett nach rechts, hieße das beim Servo, dass er, das ist ja ein Stellmotor, da habe ich auch gleich noch was zu, dass der Servoarm in die eine Richtung komplett ausschlägt. Wenn ich das aber nicht möchte, weil dann zum Beispiel mein Flugzeug in eine wilde Rolle irgendwie verfällt, dann stelle ich das mit der Dualrate ein. Dann sage ich, okay, wenn ich komplett nach rechts gehe, zu 100%, dann gehst du zu 70% nach rechts zum Beispiel. Bei Expos, oder Expo sagt aus, dass ich eine Exponentialkurve auf dieser Verteilung habe. Bei schnellfliegenden Modellen ist das ganz interessant. Wenn die halt nur mal schnell fliegen, kriegen die Flächen oder die Steuerflächen sehr viel Luft ab. Und wenn ich nur kleine Korrekturen machen möchte und ich habe eine lineare Kurve, kann das schon zu viel sein. Dann mache ich den Knüppel so ganz bisschen nach rechts und der macht weg. Das heißt, ich kann dann eine Expo-Kurve drauflegen, dass ich immer noch den gesamten Servoausschlag zur Verfügung habe, aber in der Mitte so ein ganz bisschen so weicher bin, sag ich mal. Subtrims sind dafür da, wenn ich den Servo oder die Anlenkung an die Steuerfläche schlecht gebaut habe, also dass das alles so ein bisschen schief vielleicht ist, dann kann ich mit den Subtrims sagen, so, jetzt bitte fahr mal in die Richtung und das ist deine neue Mitte. Und dann verliert man ein bisschen was, ein bisschen Ausschlag an den Enden, aber ist nicht so wichtig. Meistens ist das okay. Flapperons ist eine Mischung aus Flaps und Ailerons. Ailerons sind Querruder. Und die machen ja, die sitzen an den Flügelspitzen und bewegen sie gegengleich und erzeugen eine Drehung um die Längsachse des Flugzeuges. Und wenn ich jetzt wirklich nur Querruder an meinem Flügel dran habe, ich möchte aber gleichzeitig aber noch Landeklappen haben, dann kann ich mit dem entsprechenden Setup, auch am Empfänger, dafür sorgen, dass beide Querruder runtergehen. Und dann habe ich eine gesamte Bremswirkung auf dem Flügel, kann die aber auch immer noch, auch dann, wenn sie schon unten sind, immer noch ein bisschen als Querruder einsetzen. Das sind dann Flapperons. Und ein Timer ist einfach nur ein Timer. Wenn ich ungefähr weiß, wie lange ich mit einem Akku fliegen kann, kann ich den dann starten und dann tickt er runter, meldet sich minütlich und irgendwann nach 10 Minuten oder sowas, dann macht er den ganz großen Otto und dann weiß, okay, jetzt soll ich so langsam landen, damit ich meinen Lipo nicht irgendwie beschädige. Dann noch ein bisschen die Kombi dazu. Egal, was man sich für einen Sender oder Empfänger aussucht, das einzig Wichtige ist, wie viele Kanäle hat die Scheiße? Und habe ich 2,4 GHz. Das zweite ist eigentlich Standard. Die Analogfunken, die alten, die kriegt man eigentlich nicht mehr. In Sachen Sender ist es eh alles computerisiert. Ich kann eh über Expo-Geschichten einstellen oder sowas. Bei alten Funken gab es, glaube ich, extra Module, die man dann auf dem Modell verbaut zwischen Empfänger und Servo, die dann diese Expo-Kurve dann machen. Da hat man eine kleine Schraube, glaube ich, gehabt und dann konnte man dann den Exponenten einstellen. Ist egal. Sender und Empfänger gibt es meistens auch in Kombis, da kann man nichts falsch machen. Und der Klassiker, man braucht eigentlich nur einen Sender und dafür dann n Empfänger. Man kann mit der einen Funke dann, mit meiner kann ich 40 Modelle fliegen. Die hat einen Modellspeicher. Dann gibt es auch ein Mapping zwischen Empfänger und
Sender, dass man nicht auszusehen, wie das falsche Modell angewählt hat. Die beiden sich dann nicht, dass ich dann mit den Einstellungen für den Slow Flyer den schnellen Flyer fliege und dann macht er den, geht er senkrecht hoch und ich denke mir dann nur. Und halbwegs interessant ist noch die Protokolle. Da gibt es diverse. Es gibt HOT, DSMX, DSM2, EtherSky, FlySky, M-Link und die müssen halt zueinander passen. Also der Sender muss das gleiche Protokoll sprechen wie der Wiederempfänger. Nur ich bin jetzt zufällig in die Spektrum-Richtung gewandert. Von Multiplex gibt es sehr schöne Funken, sehr schicke Teile. Multiplex ist ein deutscher Hersteller, mal so irgendwie nebenher. Falls das für irgendwen wichtig ist. Nun habe ich aber halt schon diverse Empfänger von Spektrum und sowieso diese Funke und da kommt man quasi nicht mehr raus, weil da müsste man mit einem Rutsch irgendwie 10 Empfänger tauschen, die kosten 50 Euro das Stück, die günstigen, und dann hat man halt einen riesen Preisauffall plötzlich. Kommen wir zur Stromversorgung. So ein Ding möchte ja mit Strom versorgt werden. Man braucht am Ende wenn man einen Brushless-Motor vorne verbaut, man macht eigentlich nichts anderes, braucht man einen ESC, so einen Electric Speed Controller oder Electronic, bin ich mir nicht sicher. Der hat einen Servo-Eingang und der steuert den Motor. Der Servo-Eingang dient dazu, um die Drehzahl des Motors einzustellen. Und dieses steuert Motor, der Punkt, den kann man hier sehen, das sind drei Kabel, Brushless-Motoren laufen mit dreiphasigem Strom, ist das richtig? Im Gegensatz zu Bürstenmotoren, die sind auch, glaube ich, Gleichstrommotoren genannt, die kriegen einfach nur Plus und Minus und dann drehen sie sich. Gleichzeitig haben die meisten ESCs auch noch eine BEC mit drauf, einen Battery Eliminator Circuit. Das hat den Hintergrund, dass Servos und Empfänger meistens mit 5 Volt laufen, 5 bis 7 Volt, da gibt es so ein bisschen Marge. Lipos, die man damit hochschickt, laufen aber eigentlich immer mit mindestens 7 Volt. Also ein 2S-Lipo hat 7,5 Volt und ein 3S-Lipo hat ungefähr 12 Volt. Und die BEC sorgt dafür, dass man eben von diesen 30 Volt auf die 5 Volt runterkommt und gibt das dann an den Rest des Flugzeuges weiter, an den Empfänger und an die Servos. Das ist relativ elegant, das in einem zu machen. Man kann das aber auch getrennt haben. Also wenn man dann wirklich einen reinen ESC hat und einen reinen BEC, dann muss man das alles dann eben entsprechend verbauen. Wenn man das so in einem Stück hat, ist das aber wesentlich entspannter. Kommen wir zu der eigentlichen Stromversorgung, dem LiPo. Das hier ist ein 850 mA LiPo. Bei LiPos kommt es immer darauf an, wie groß sind die Dinger und welches Gewicht haben die eigentlich. So ein Flugzeug braucht ja immer einen bestimmten Schwerpunkt, der liegt bei einem Drittel hinter der vorderen Flügelkante, bei den meisten Modellen. Und meistens sind die Dinger hecklastig. Also dann hält man die so einmal so am Flügel mit so gespreizten Fingern und dann kippen sie meistens nach hinten erstmal. Dann nimmt man den schwersten Teil des Flugzeuges, den Akku, und steckt den vorne rein und muss dann genau gucken, an welcher Position ist der, damit das Ding schön ausbalanciert ist. Meistens will man es leicht nasenlastig haben. Es gibt ja den Spruch, dass ein frontlastiges Flugzeug fliegt schlecht, ein hecklastiges Flugzeug fliegt einmal. Den Spruch gibt es da. Und wenn man so ein bisschen nasenlastig ist, hat man auch meistens bei stärkeren Windbedingungen, kann man auch besser durch den Wind penetrieren, heißt es immer so schön. Bei starkem Gegenwind geht das Flugzeug meistens hoch, auch mit der Nase. Wenn es dann schon ein bisschen nasenlastig ist, dann geht es weniger stark hoch. Ansonsten ist noch interessant, wie belastbar diese Lipos sind. Der hier hat ein 35C-Rating, steht da drauf, kurzzeitig auch 70C. Das kann man irgendwie hochmultiplizieren mit irgendwas und dann am Ende kommt man auf eine Ampere-Leistung, die das Ding kurzfristig abgeben kann. Meistens ist das so viel, dass man mit den Teilen irgendwie schweißen kann oder so. Die gehen auch, also es ist der Hammer, was die Teile können. Ich hatte zufällig mal da einen Ladestecker dran und da kommen hinten Bananenstecker raus und die waren nicht irgendwo eingesteckt. Ich habe das Ding hochgenommen, dann hat es einmal Peng gemacht und dann, oh scheiße. Ja, Kapazität ist noch interessant, der Stecker ist noch ganz interessant. Und eben die Spannungsüberwachung. Die Teile haben keine Spannungsüberwachung, wie so ein Notebook-Akku oder sowas. Zumindest die man für den Hobbybereich so hat. Wenn man so ein fertiges Modell kauft von DJI oder Horizon Hobby oder sowas, da gibt es unter Umständen sowas. Die kann man ganz krass tiefenentladen beim Fliegen, null Problemo.
dann kriegen die halt irgendwann dicke Backen und gehen in den Rauch auf. Um das zu verhindern, hat man entweder den Timer am Sender oder man steckt da so einen Schreihals dran. Wie ihr seht auf dem Bild, kommen da zwei Stecker raus. Der eine hat zwei Kabel, der andere hat drei Kabel. Das eine ist einmal quasi einmal den Hauptstrom aus dem Akku und das andere hat einmal Minus und zweimal Plus, weil es ein Zweizellen-Akku ist. Da kann man für jede einzelne Zelle abfragen, wie viel Spannung die noch hat. Und dann steckt man da direkt so ein kleines PCB mit einem fiesen Lautsprecher dran, mit so einem kleinen Piezo-Ding oder sowas. In geschlossenen Räumen muss man da immer den Finger drauf halten, sonst kriegt man einen Knall. Und da kann man eine Spannung einstellen und wenn irgendeine Zelle unter diese Spannung fällt, dann macht das Ding richtig Radau. Das hört man auch noch in 50 Metern Höhe. Also, wenn das Flugzeug in 50 Metern Höhe ist. Und das geht ganz gut. Das wiegt auch wenig. Das kann man dann einfach mit hochschicken. Kommen wir zu den Servos, von denen ich so viel gesprochen habe. Hätte ich vielleicht vorher schon ansprechen sollen. Das ist ein typischer China 9 Gramm Servo. Macht fürchterlichen Radau, wenn der stellt. Und kostet 2 Mark das Stück. So, man kann aber auch ohne Probleme 20 Euro für so ein Servo ausgeben. Es ist ein sogenannter 9 Gramm Servo, nicht weil er 9 Gramm Stellkraft hat oder sowas, der hat glaube ich mehr. Der wiegt irgendwie um die 9 Gramm. Das ist so eine Kategorisierung. Die sind auch alle ungefähr gleich groß, die 9 Gramm Servos. Ein Servo ist am Ende einfach nur ein Stellmotor. Da sieht man oben dieses kleine weiße Horn. Dem kann man ein PWM-Signal schicken zwischen 1 und 2 Millisekunden. Und das wird quasi auf einen Winkel umgerechnet. Also eine Millisekunde plus Spannung wahrscheinlich auf dem Signalkabel sagt aus, dreh dich ganz nach links und 2 Millisekunden sagt, dreh dich ganz nach rechts. Das wird dann irgendwie in 20 Millisekunden Abständen wird dieses Signal geschickt, das misst der irgendwie mit einem Poti und dreht sich dann in eine entsprechende Richtung. Es gibt auch Möglichkeiten, die dann zu Daisy-Chain, dass man mehrere hintereinander und so, aber keine Ahnung. Der läuft wie gesagt mit 5 Volt. Ich habe mal aus Versehen auf den Servo ein bisschen mehr gegeben. Dann hat es irgendwie so ein entferntes Zischgeräusch gegeben und kurz danach hat es gerochen. Der war dann im Arsch. Dieser Stecker da, der hat 3 Kabel oder 3 Kabel sind da integriert. Plus, Minus und Signal eben. Und den steckt man halt direkt in den Empfänger rein. Und der Empfänger gibt dann einfach direkt da dieses PWM-Signal raus und alle sind glücklich. Der ESC wird über genau so ein Kabel übrigens auch gesteuert. Und das Schöne ist, der ESC nimmt keinen Strom an, hat er ja schon. Man steckt den LiPo direkt an den ESC dran, sondern er gibt Strom zurück. Und der geht dann in den Empfänger rein und der Empfänger verteilt darüber dann den Strom an die Servos. Das ist total elegant. Die verbaut man dann ungefähr so. Das linke Bild ist dann ist der Rumpf. Die Stelle, wo da kein Lack drauf ist, da kommt der Flügel drauf, da kann man also schön reingucken. Man sieht hier, die Servos sind hier direkt mit Heißkleber einfach in den Rumpf reingeklebt. Das ist total simpel, das ist total geil. Das ist übrigens der Empfänger, der in dem Modell verbaut ist. Und man sieht hier Stoßstange, kann man das glaube ich nennen. Das Servohorn wurde hier ein wenig gekappt, damit das alles wunderbar reinpasst. Und am Ende kommt die Stoßstange am Heck hier hinten raus. Die wurde an dieser Stelle dann wiederum mitlackiert und greift in so ein kleines Holzstück rein, das in der Klappe hinten dann integriert ist oder also halt auch reingeklebt ist. Man geht dann einfach hin mit einer Zange, biegt da so ein kleines Z rein. In diesem Fall ist es hier mehr so eine Art Schweinehaken. Und muss dann natürlich auch in diesem Fall hier gucken, dass die Länge genau passig ist. Also man steckt das als erstes hier hinten rein, führt das dann hier wiederum zu den Servos und guckt dann, wo muss ich jetzt hier die Biegung machen, damit dann hinten die Klappe gerade ist und hier der Servo übrigens auch gerade in der Nullstellung ist. Und das klappt nie. Oder so halbwegs irgendwie, nein, also nicht wirklich immer. Hinter den Servo reinkleben und ja, oder so rum. Das habe ich bei einem anderen Modell gemacht dann. Ja. Dieser Punkt hier, wo die Stoßstange in das Holzstück reingreift, sollte auch genau über dieser Knickkante quasi sein, damit das alles eine schöne Bewegung wird. Ansonsten reißt man mehr daran und dann, ach nee, klappt alles nicht.
Man kann alternativ hier auch so kleine Stopper reinsetzen, die dann in dieses Holz reingreifen, beziehungsweise man macht das auf der Servoseite. Das sind dann wie so Schrauben, die ein Loch oben drin haben, die oben nochmal eine Schraube annehmen und dann kann man damit den Draht festklemmen. Und dann kann man auch im Nachhinein noch Korrekturen machen. Das ist aber ein Loch, ne? Keine Einkerbung. Heißt, Stoßstange kann aber auch ziehen. Oder ist das genau, der kann ziehen und schieben da drin. Mhm. Wenn man so richtig krasse Ultraleitflieger hat, dann sind da zum Teil wirklich nur Fäden drin und hinten dran ist dann an der Klappe ist dann eine kleine Feder drin, eine Torsionsfeder. Die zieht das immer in eine Richtung und der Servo zieht in die andere Richtung. Und da ist immer ein bisschen Belastung auf den Servos. Die knörren dann so. Die machen dann so, ja, die grummeln quasi, weil sie immer gegenarbeiten müssen. Aber so kann man das auch machen. Man spart sich dann diese 2-3 Gramm dieser Stoßstange. Es gibt Flieger, da ist das wirklich sinnvoll dann. Und das ist dann das Krasse. Ja, das ist so erstmal so das Servo Basic. Und man gibt auch Analog- und Digital-Servos. Die einen stellen genauer als die anderen und meistens ein bisschen schneller. Aber diese Dinger, die taugen wunderbar. Und richtig schön ist es dann übrigens in Sachen Servogeräusche, wenn man fliegt und man ist an einer relativ ruhigen Wiese und gleitet gerade und man macht so leichte Korrekturen und so, man hört die Servos knarren. Das ist dann immer sehr schön. Also Modellfliegerromantik. Kommen wir zum Motor und zum Propeller. Der Propeller muss zum Motor passen, ganz klar, und zum Flugzeugcharakter. Also da gibt es ganz viele, ja, da gibt es mehrere Variablen. Es gibt den Anstellwinkel des Propellers, die Größe des Propellers. Und auch da wiederum gibt es dann auch noch wiederum so ein paar Charakterunterschiede. Es gibt Propeller, die laufen spitz zu. Es gibt welche, die nennen sich dann Bullnose, die enden wirklich in einer breiten Spitze. Also die werden quasi einfach abgeschnitten. So ein Motor sollte mindestens, schätze ich mal, ein Drittel des Flugzeuggewichtes an Schub liefern. Also bei Koptern ist es relativ einfach. Ein Kopter wiegt, keine Ahnung, ein Kilogramm. Die Motoren sollen ungefähr 2 Kilogramm Schub liefern. Ne, dann kann man bei ungefähr 50% Schub, dann kann man dann hovern. Mehr ist immer, macht immer mehr Spaß. Renner, also so kleine Racer, die liefern, glaube ich, das 10- bis 15-fache des Schubs. Und die wiegen dann auch nur 200 Gramm. Oder 300. Ansonsten gibt es beim Motor noch so den Punkt KV. Das steht nicht, zum Glück nicht für Kilowatt, sondern für Kilo Umdrehungen pro Volt. Also das V steht für was auch immer, Englisch für Umdrehung. Das heißt, man geht dahin, sagt, mit wie viel Volt versorge ich den und wie viel Umdrehung pro Minute kriege ich dann halt raus. Der hier hat 2200, was auch immer, KV. Und wenn ich den mit 7 Volt versorge, dann dreht der sich richtig schnell. Wie viel auch immer. Größere Motoren haben immer weniger KV, haben dafür aber auch dafür einfach immer mehr Drehmoment. Und naja. Ansonsten ist noch interessant, die Drehrichtung zu beachten. Brushless Motoren können sich im Prinzip beliebig rumdrehen. Die sind ja keine Bürstenmotoren, sondern da sind keine physischen Kontakte zwischen dem Stator und dem Rotor, sondern es sind einfach nur Magnetkräfte. Trotzdem ist es interessant, wie rum der sich dreht, weil ich dann den richtigen Propeller dran setzen muss, ansonsten fliegt das Flugzeug rückwärts. Und wie man sieht, der Motor schief eingebaut. Das ist Absicht. Und zwar, wenn der Motor sich dreht, erzeugt er natürlich immer einen Drehmoment in die Gegenrichtung. Deswegen haben Quadcopter 4 Motoren. Dann drehen sie 2 links rum, 2 rechts rum. Oder Trikopter haben hinten ein Servo, damit der Motor schief steht, damit der Kopter sich nicht die ganze Zeit dreht. Bei so einem kleinen Modell ist es irgendwann echt interessant, wie dieser Motor steht. Denn allein schon bei größeren Modellflugzeugen, wenn die da so auf dem Boden stehen und man startet die über den Landegestell, dann gehen die meistens nach links weg, weil von hinten gesehen der Motor sich nach rechts dreht. Und so ein kleines Modell kann das irgendwann nicht mehr von selbst aus quasi ausgleichen. Beziehungsweise fliegt einfach ruhiger, wenn man da schon so ein bisschen den Motor schief stellt. Da habe ich mir nicht selbst ausgedacht, das kam schon so im Bausatz und es funktioniert. Dann nochmal ein kurzes Schitti-Diagramm. Wie da so Signal und Strom fließt. Also wir haben den LiPo, da kommt der Strom raus. Der geht in den ESC mit integrierter BEC. Die wiederum regelt direkt den Motor über den dreiphasigen Strom
und sendet quasi den Strom an den Empfänger. Und da wandert der lang. Der Empfänger wiederum gibt sein PWM-Signal an den ESC, der das wiederum ummoduliert in dreiphasigen Strom und der Motor dreht sich entsprechend. Und ansonsten geht Strom und Signal an die Servos. Das ist so der Kern aus der ganzen Geschichte. Kommen wir noch kurz zur Aerodynamik. Ich habe schon von Querrudern und sowas gesprochen. Der Tiny Trainer, so wie er da gerade an der Wand hing, ist ein Dreikanalflugzeug. Das heißt, er wird über einen Motor, über das Höhenruder und über das Seitenruder gesteuert. Dieses Bild habe ich irgendwo hergeklaut und zeigt uns, was das genau ist. Also ein Ruder, bzw. ein Seitenruder ist einfach das, was vertikal hinten steht. Sorgt dafür, dass der Flieger sich so bewegt. Ach, es funktioniert. Und zwar ist es halt einfach die Drehung um die vertikale Achse. Jetzt denkt man sich, naja, Flugzeuge machen aber auch immer den. Ne? Die gehen dann so mit einem Flügel hoch und einem runter und fliegen dann eine Kurve und sowas. Das kann man mit einem Seitenruder auch hinkriegen. Und zwar, wenn sich das Ding um die vertikale Achse dreht, dann bei Autos brauchen in der Situation ein Differential, dann bewegt sich die eine Flügelhälfte schneller als die andere. Das erzeugt Auftrieb und dadurch kippt er. Gleichzeitig geht das Heck aber auch zur Seite raus, weil der sich halt um die vertikale Achse dreht. Das heißt, es ist so ein wildes Mischverhalten und dann dadurch kippt er halt so ein bisschen und wenn man ihn dann wirklich um die Kurve haben will, geht man ans Höhenruder und zieht hoch, was auf der Funke immer runter ist und dadurch geht das Heck quasi nach unten und dadurch fliegt er eine schnellere Kurve. Gleichzeitig braucht man das oftmals auch, um einen Höhenverlust auszugleichen. Denn wenn die Flügel schief stehen, erzeugen sie keinen Auftrieb quasi nach zur Seite weg und nicht mal nach oben. Dadurch sinkt er. Mit dem Höhenruder kann man das wieder ein bisschen ausgleichen. Und wofür gibt es jetzt das Seitenruder überhaupt? Für diese Bewegung. Also wenn man Querruder hat, Querruder machen sowas, die sitzen in den Flügeln, bewegen sich gegengleich und erzeugen da erzeugen eine Drehung um die Längsachse. Hast du aber nicht in der... Bitte? Hast du aber nicht dein Flugzeug. Ich habe noch einen zweiten Flügel für den Flieger, den ich kaputt gemacht habe. Stellt sich heraus, wenn man schnell fliegt und schnell hochfliegen will, dann erzeugt das eine Last auf den Flügeln. Und die machen dann Hallo. Witzigerweise hatte ich den schon mit Holz verstärkt, weil er schon mal geknickt ist und der ist dann außerhalb des Holzes dann nochmal geknickt. Also das Seitenruder benutzt man weniger, wenn man Querruder hat. Ja, okay. Aber es ist einfacher und meistens auch entspannter, ein Flugzeug nur mit dem Seitenruder zu fliegen. Und es wird auch immer gesagt, Anfänger sollten erstmal mit dem Dreikanalflieger fliegen, also nur über das Seitenruder. Wobei ein Dreikanalflugzeug auch ein Nurflügler sein kann, der kein Seitenruder haben kann, weil er ein Nurflügler ist. Die auch wiederum sehr entspannt fliegen sollen, aber nun ja. Mit einem Querruder. Ja, da gibt es ein bisschen widersprüchliche Fakten. Dafür kann man mit einem Querruder viel mehr Spaß haben. Also damit kann man so einen, ich glaube, einen Immelmann heißt das, kann man machen. Man zieht hoch, bis das Ding auf dem Rücken steht und dreht es dann wieder, dass es wieder richtig rumfliegt. Im Allgemeinen, man kann auf dem Rücken fliegen. Ich habe mal versucht, nur mit einem Seitenruder eine Fassrolle zu machen. Das endet darin, dass er kippt, irgendwann so halbwegs irgendwie auf den Rücken klappt und dann Richtung Boden fliegt. Oder fällt. Ja. Also und alle vier zusammen heißt dann folgendes, ne? Also das Höhenruder erzeugt ein Kippmoment über die Querachse, ein Seitenruder über die vertikale Achse, ein Seitenruder und so weiter. Und der Motor sagt einfach nur, du gehst geradeaus. Kommen wir noch kurz zu anderen Dingen. Der Tiny Trainer hat so, der hat Ohren oder ja, geknickte Flügelspitzen. Das sorgt dafür, dass es einen gewissen Grad an Selbstkorrektur gibt bei dem Flugzeug. Theoretisch ist es ja so, wenn ich das Ding kippe, über das Seitenruder zum Beispiel, dann fliegt er erstmal schief und ein Stückchen runter. Meistens fliegt er dabei gleichzeitig auch noch eine Kurve aus Gründen, die ich mir nicht ganz erklären kann. Wenn ich jetzt aber die Flügelspitzen leicht angeknickt habe, dann hat er erstmal so eine Art Wanne, auf der er fliegt. Das heißt,
so leichte Gegenwinde oder sowas sorgen immer dafür, dass er so sich so ein bisschen ausbalanciert, weil er in so einer Art Wanne fliegt. Gleichzeitig ist aber die Flügelspitze horizontaler als der Rest des Flügels. Erzeugt dadurch ein bisschen mehr Auftrieb wieder. Als, ne? Also wenn ich jetzt angenommen, diese Flügelseite ist unten, dann also die ist runtergekippt, dann erzeugt der Teil hier mehr Auftrieb als der Teil. Auf lange Sicht wird er sich dadurch wieder in die Horizontale bewegen. Was auch wiederum eine Eigenschaft eines Trainers ist. Gleichzeitig sorgt das dafür auch, dass er eine relativ große Spannweite hat, dass er ein guter Segler ist. Also man fliegt hoch, macht einen Motor aus, segelt ein paar Runden runter, bringt ihn dann wieder in den Wind, macht den Motor wieder an, geht wieder hoch und kann das Spiel von vorne anfangen. Punkt noch zur Geometrie, ist es relativ wichtig, dass hier hinten dieses Kreuz, dass es ein Kreuz ist und dass das auch, also mit möglichst 90 Grad und auch parallel zur Flügelgeometrie passt. Wenn man genau hinsieht, sieht man, dass das hier hinten leicht schief ist. Das bedeutet, dass das Höhenruder dann noch so ein bisschen Querrudercharakter hat. Dass man hochzieht und dann geht er ein bisschen zur Seite weg. Ist bei dem Modell zum Glück nicht ganz so krass. Kann man das in Software fixen? Bestimmt. Es gibt auch Empfänger, die gleichzeitig auch noch ein Kreiselsystem mit drin haben. Und dann macht man keinen Input und dann weiß der Kreisel oben, alles klar. Der soll horizontal fliegen und dann steuert er so ein bisschen rein. Aber das Schöne an diesem oder generell an solchen Flugzeugen ist, die sind echt low-tech. Mir ist das Ding mal weggeflogen. Also ich bin bei viel zu starkem Wind geflogen und der macht den und geht hoch und runter und hoch und runter, weil ich immer gegen korrigiere und der Wind drückt das Ding immer hoch und dann ist das aber böig und drücke ich mal zu viel hoch und dann geht er so einen halben Looping und dann drücke ich ihn wieder runter und dann kommt der Wind aber wieder und bla bla. Gleichzeitig fliegt er rückwärts, weil der Wind so stark ist und der Motor nicht mehr gegen ankommt. Und irgendwann war er dann hinter einer Baumreihe und dann, scheiße, hoch, egal wohin, hoch. Und dann kam er plötzlich wieder hoch und dann ging er wieder rund und dann dachte ich, Alter, ist egal, ne? Ich gehe ihn jetzt suchen. Eine halbe Stunde später habe ich ihn auch gefunden, der steckte auf einem Baum drauf. Also der wurde tatsächlich um 180 Grad gedreht von dem Wind und dann gib ihm. Und ich habe das Ding auch extra angelassen, habe immer mal so mit dem Stick so ein bisschen gerührt, dass man die Servos hört. Ne? Dann kann man so ein bisschen gucken, wo ist das Ding jetzt? Oder mal ein bisschen Gas gegeben, diese Brushless-Motoren, selbst wenn sie blockiert werden von einem Ast zum Beispiel oder sowas, dann fiepen die. Das mögen die überhaupt nicht, aber na gut, Hauptsache ich habe das Ding wieder. Und der hat es geschafft, sich mit der Flügelkante, mit der Vorderkante, auf einen Ast drauf zu stecken. Dann war so ungefähr 2 cm tief da eine Kerbe in dem Flieger drin. Na okay, dann habe ich mir halt so ein Stück von diesem, das ist so Foamboard-Material, Kappa ungefähr, habe ich mir davon ein Stück ausgeschnitten, vorne reingesteckt, mit Heißkleber gemacht, bisschen Klebeband drum, läuft wieder. Also total geil. Zum Thema kann man das mit Software fixen. Man kann in Sachen Flugverhalten ziemlich viel mit Software fixen. So weit, dass das, was das Militär heutzutage so bestellt, dass das nicht mehr ohne Software fliegt. Stichwort Eurofighter und sowas, ne? Ja. Wenn man wendig sein will, muss man instabil sein in der Luft. Und dann, naja. So, wie viel kostet der Spaß? Der Bausatz kostet 30 Euro. Ein Motor kostet ungefähr 10 Euro. Ein ESC kostet ungefähr 10 Euro. Ein Akku ungefähr 10 Euro. Servos in der Anzahl ungefähr 15 Euro. Ein Empfänger ungefähr 20 Euro. Wenn man die günstigen nimmt und vielleicht Gebrauch kauft. Also Spektrumempfänger kosten wahnsinnig viel Geld. Unerklärlicherweise. Und einen Sender kauft man sich einmalig, das heißt, da lohnt es sich immer ein bisschen teurer zu kaufen. Das ist aber auch immer so die Einstiegshürde. Man kann auch einen Sender für 50 Euro mit Empfänger schon dazu kaufen. Dann kriegt man das entsprechend, wie viel man halt dann so bezahlt. Unter anderem Verbindungsabbrüche. Und in Summe kostet der Flieger ungefähr ohne Sender 100 Euro. Das ist so medium viel Geld. Man kann auch weniger Geld ausgeben, dann kriegt man vielleicht einen kleineren Flieger und so. Aber es heißt halt auch, dass größer einfach besser fliegt. Wir haben einfach mehr Steuerfläche, mehr Auftrieb und naja. Ja, ansonsten, wie kann man das noch so lernen? Entweder baut man sich so ein Ding und geht auf den Acker und fliegt es kaputt und baut sich dann noch ein und dann hat man was gelernt. Oder man geht in eine Schüler-Lehrer-Schaltung. Da hat man dann zwei Sender, verbindet die untereinander und hat ein Modell. Und der Lehrer fliegt das Ding erstmal hoch, sagt so, lieber Schüler, jetzt darfst du ein bisschen fliegen. Und dann macht der beliebig viel richtig und dann kann der Lehrer korrigieren.
Tatsächlich habe ich das auch schon geschafft. Ich habe diese 10, keine Ahnung, 15 Jahre alte Funke, die okay ist, die zuverlässig ist. Und dann dachte ich mir, jetzt will ich noch die nochmal haben, dann kann ich irgendwie Schülerlehrer machen. Und dann ein bisschen rumgeguckt, ja, und wo kriege ich jetzt eine kostenlos her? Und dann habe ich tatsächlich eine hier von Vincent, die Funke, FA Sky ist das. Das Topmodell von vor zwei, drei Jahren, kostet diverse 100 Euro, mega geil, OpenTX drauf, Open Software, digitales Nonsens, Bullshit, 16 Kanäle, mega geil. Und die habe ich dann als Schülerfunke genommen und konnte ich tatsächlich mit diesem Backstein von einer Funke gegenüber dieser anderen, konnte ich die verbinden mit einem Klinkenkabel. Die haben tatsächlich Klinkenbuchsen, 3,5 mm. Da geht ein Summensignal rüber. CCPM heißt das, ist quasi PWM, nur mehrfach hintereinander, pro Kanal. Ich habe es geschafft, das Ding bei der neueren Funke mehrfach in den Kopfhörerausgang reinzustecken, weil die auch nicht beschriftet sind. Und dann kann ich dieses Hightech-Ding irgendwem in die Hand geben, der nicht fliegen kann. Und dann kann ich als Lehrer dann daneben stehen und dann kann man gemeinsam fliegen. Es funktioniert fantastisch. Ja, und FPV hat er auch. Man kann diese kleinen Kameramodule mit Empfänger, Sender schon drin, kann man sich kaufen für auch beliebig viel Geld. Und dann kann man so mit so einer FPV-Brille, die dann entsprechende Kanäle dann auch funken kann, kann man dann durch diese Knopflochkamera durchgucken. Witzigerweise, das ist übrigens ein PAL- oder NTSC-Signal, was die sendet. Das ist analog, das ist auch rauschig ohne Ende, entsprechend wie weit man halt entfernt ist. Aber es ist verzögerungsfrei. Es ist komplett analog und verzögerungsfrei und da habe ich mir so ein bisschen was zusammengebastelt. Das kann ich mit Gummibändern oben drauf schnallen. Dieses Stromkabel, was da rauskommt, das ist ein weiterer Servostecker, der auf dem Empfänger steckt. Da kriege ich ja 5 Volt raus. Die Kamera kann mit 5 Volt umgehen, die kann glaube ich auch mit 12 Volt umgehen. Und dann kann man das halt da so dran tüdeln und dann kann man FPV fliegen mit einem Flugzeug. Und dann machen Loopings und Rollen erst richtig Spaß. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es war informativ.